Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ja, in der letzten Folge wurde hier ein bisschen am Güterschuppen gewerkelt. Jetzt muss ich mal kurz was nachschauen. Den Anhänger hat es wieder verschoben. Er bleibt nie auf seiner Position, auf der er eigentlich stehen soll. Keine Ahnung, irgendwas mache ich falsch. So, da werden ja auch im Laufe des Tages heute neue Modelle eintreffen. Hier stehen ein paar Güterwagen. Und hier kommt schon wieder der Pegnitzpfeil. So, der Name dieses Triebwagens. Baureihenbezeichnung ist 614. Und hier stehen halt noch ein paar LKWs. Ein Grupp Titan der Spedition Vora aus Schwerin. Im Grunde heißt so auch der EEP-Shop, der sich speziell für Modelle dieser EEP-Version spezialisiert hat. Und dahinter stehen die Gebrüder Engelmann mit ihrer Spedition mit einem Magirus Deutz. KC, weiß ich jetzt nicht, welches Kennzeichen das ist. Habe ich mich noch nie damit befasst. Und hier haben wir noch einen, wahrscheinlich einen der ersten O405er. In den Farben der Rheinbahn. Ist nur die Frage, wann hat die Rheinbahn eigentlich O405er erhalten? Und waren das auch erstmal Hochflurer? So, was mir aufgefallen ist, hier gibt es diese Betonfläche. Die würde ich gerne zumindest hier so von der Oberseite her verschwinden lassen. Das heißt, in der Hoffnung, dass mir nicht dasselbe passiert wie in der letzten Folge, wo ich hier das Gebäude einfach gelöscht habe, wird es einfach abgesenkt. Und damit das Flimmern verschwindet, sieht auch eigentlich besser aus. Gehe ich mal zu dem Wagen, kuppel den hier ab und nehme ihn raus. Denn da ist mir nämlich was eingefallen. Welcher unter Güterwagen? DB-HB läuft der Wagen. Das ist ein dieser hier. Den gibt es auch mit beweglichen Teilen. Den gibt es insgesamt zweimal. Einmal normal und einmal mit beweglichen Teilen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mal kurz reinrollen lasse. Und ich natürlich vergesse vorher die Handbremse bei dem Wagen zu ziehen. So, kuppeln wir einfach zusammen. Jetzt kann ich ja hier bei dem Wagen, wenn ich mich hier so daneben positioniere, einfach mal. Tür 1 ist die falsche Seite. Nehmen wir hier Tür 3. Und nun kann ich den zum Beispiel hier mit Rollbehältern beladen. Gut, jetzt filmen wir das hier, weil sich die beiden Texturteile überlappen. Kann ich leider nichts dagegen machen. So, bezüglich der Stellwerke gab es immer noch keine richtige Einigung. Weil es hier halt unentschieden. Der Stahlschwelle aus dem EEP-Forum hat in dem Moment, besser gesagt aus dem EEP-6er Forum, also der Anlagenmeisterei, an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch zum vierjährigen Forenbestehen. Vor 4 Jahren hat sich dieses Forum gegründet, daher meine herzlichsten Glückwünsche. Und in den Kommentaren wurde sich einmal für dieses Stellwerk ausgesprochen, stand, um es festzumachen, Samstag, der 17. Dezember. Natürlich kann sich das bis die Folge rauskommt, ich glaube, das ist Dienstag, sich noch verändert haben. Hier ist noch ein Fehler in der Fahrleitung. Den korrigiere ich noch schnell. Links, links, Oberleitung, links, nee, rechts, rechts, links, links.
natürlich elektrisch. Einmal einhängen. So, sieht natürlich jetzt besser aus. Jetzt kommt der Zug an. Das wird jetzt mal interessant. Ich speichere jetzt kurz schnell mal zwischen. Let's Play-Anlage, Bundesbahnzeit 166-neu. Schwein gehabt. Der hat nämlich letztens mal Probleme gemacht. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch so funktioniert. So, ich mache jetzt einfach mal, dass ich mich hier so daneben positioniere. Hier könnte man vielleicht später irgendwelche Entladeszenen nachstellen. Je nachdem. Alter, war das laut. Je nachdem, wie es mir beliebt. Jetzt einmal F12 gedrückt. Schnell Pause. Habe ich wenigstens noch ein Thumbnail. So, und jetzt der Zug fährt hier unten rein. Jetzt bin ich gespannt, ob es zu einem Steuerungsfehler kommt oder nicht. Wenn er sich hier runter teleportiert. Immer muss ich ein geübtes Auge dafür haben. Damit hier alles funktioniert. Ja, scheinbar funktioniert das alles. So, die Ladestraße werde ich noch bis hier hinter verlängern. Zumindest was die Straße hier betrifft. So ein 3,5 war ja der Abstand. Und hier können dann zum Beispiel noch Gebäude hin. Zum Beispiel irgendeine Lagerhalle oder was auch immer. Was man auch immer möchte. Ich wäre auch dafür, irgendwo noch eine Rampe einzubauen. So eine Seitenrampe zum Beladen. Ich kann dir mal eine zeigen. Um das mal zu verdeutlichen, was ich mir darunter vorstelle. So, ich hatte hier diesen Gleisstil, dann nehme ich das hier raus. Die Bahnhöfe vom Konstrukteur DK1 sind die. Sind hier diese Laderampen. Dann nehme ich die 4A. Hänge die hier einfach rein. Und dann würde das so aussehen. Weiß nicht, ob das so vom Baustil her passt. Ich lasse das jetzt mal drinne. Wenn es zu blöd aussieht, dann fliegt das natürlich wieder raus. Und hier können dann halt solche Güterwagen hingestellt werden, die dann einfach beladen werden können. Die Wagen sind natürlich auch noch. Die kann man sogar beladen mit Fahrzeugen.
Diese sind sogar für überbreite Fahrzeuge geeignet. Halt zum Beispiel für den Transport von Militärfahrzeugen. Also sind die halt gedacht. Kann man zum Beispiel hier die Ladeschwellen umklappen. Das sind so hier diese Überfahrbleche. Würde ich sie jetzt mal so laienhaft nennen. So, und dann bin ich mal gespannt, wann dann heute noch die Lieferung mit den neuen Modellen hier eintrudelt. Entweder heute, morgen, mal sehen. Ne, morgen stellt ihr die Post nicht zu, also erst wieder Montag. Ach ja. Na gut. In dem Sinne würde ich erstmal sagen, war es das wieder von der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss bis zur nächsten Folge des Bundesbahnprojektes in EEP.